So, im letzten Part haben wir ja Team Nichtwächter besiegt. Und jetzt ist es wieder an der Zeit, zurück zu dem Alltag zurückzukommen. Und zwar sind wir jetzt wieder in unserem Versteck. Und hier befinden sich Kellen. Ne, das ist nicht Kellen. Verdammt, das ist Jack. Fail. Und hier befindet sich USA. Und hier, das sind wir. Wie wir sicherlich wissen. Okay, schauen wir uns das mal an. Hier die Karte. Auf dem Tisch ist eine Karte. Sie zeigt, wer die Gebiete in Satellite kontrolliert. Was ist das? Da ist etwas unter dem Schreibtisch. Feindkontrolle. Die gehört bestimmt USA. Egal, nehmen wir sie einfach mal mit. Alles klar, sprechen wir mal mit Jack. Ich weiß nicht. Ist das alles? Sollen wir wirklich zufrieden sein? Duelle sind alles für uns. Komm schon, lass es uns versuchen. Ach, du forderst mich heraus? Er will sich mit mir duellieren. Er fordert mich heraus. Okay. Ich nehme seine Herausforderung an. Jedes einzelne Duell ist eine Brücke in die Zukunft. Ja, was für ein philosophischer Satz. Alles klar, sein Deck heißt Drachenhort. Wo wir letztens gegen ihn gespielt haben, das war der finale Kampf im 2009er Let's Play. Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, natürlich, ne? ja. Okay. Alles klar, unser Blatt ist ziemlich okay für einen Anfang. Wenn nicht sogar, also sehr gut. Wir haben die Möglichkeit, im ersten Zug zwei Monster spielen zu können. Einmal mit Gedankengang und andermals mit der Normalbeschwörung der Divi-Kriegerin. Oh, also besser geht's gar nicht mehr, oder? Was meint ihr? Ein besseres Blatt hätten wir jetzt, glaube ich, gar nicht bekommen können. Also gut, zunächst seine Verdeckte weg. Mit mystischer Raumtaifun. Aha, das war irgendwann eine Karte, die eine Zauber- und Fallenkarte von uns zerstört, wenn ein Drachenmonster auf dem Feld hat, glaube ich. Stampfende Zerstörung. Du kannst diese Karte nur aktivieren, wenn sich ein offenes Monster vom Typ Drache auf deiner Spielfeldseite befindet. Zerstöre eine Zauber- oder Fallenkarte auf dem Spielfeld, um den Lebenspunkten des Spielers, der die zerstörte Karte kontrolliert, 500 Punkte Schaden zuzufügen. Okay, die war ein bisschen nervig. Angenommen, wir hätten jetzt einen Makrokosmos draußen, dann hätte ich mich sehr geärgert, wenn er die jetzt benutzt hätte. Okay. Als nächstes benutze ich Adlige der Auslöschung. Mit der Zauberkarte können wir ein verdecktes Monster aus dem Spiel nehmen, von unserem Gegner. Geht auch natürlich bei unseren eigenen. Aber bei unseren eigenen wird es eher selten gemacht. Na, eine Möglichkeit, das bei den eigenen Monstern zu machen, wäre Gesicht des Todes. So, jetzt spiele ich Gedankengang. Die Karte kennen wir ja noch aus dem letzten Part. Die hat uns damals geholfen, den Testalos zu beschwören. Okay, jetzt haben wir ein dreistufiges Monster. Neo-Weltraum Air Hummingbird. Die ist seltsam für mein Deck, weil die gar nichts mit aus dem Spiel entfernen zu tun hat. Jedoch habe ich die einfach mal reingetan, weil die eine gute Möglichkeit ist, die eigenen Lebenspunkte zu erhöhen. Und Lebenspunkte kann man immer gebrauchen. Als nächstes aktiviert den Effekt von meinem Monster. Ich kann einmal pro Spielzug während der Main-Phase 500 Lebenspunkte für jede Handkarte von meines Gegners erhalten. Momentan hat er 4 Handkarten, das heißt 4 mal 500 sind 2000. Jetzt haben wir 10.000 Punkte jetzt schon im zweiten Zug. Das ist schon eine Ansage. Jetzt spiele ich dir die Krieger noch in die Angriffsposition und dann gibt es zwei schöne Direktangriffe für unseren lieben Jack. Aber zunächst muss ich hier noch ein bisschen meine Fallen ausspielen. Hier noch in die verdeckte Position. Okay, und jetzt geht der Angriff los. Das schwächere Monster zuerst. Okay. Anschließend greift die Kriegerin natürlich an. Das hat ihn jetzt 2300 Punkte Schaden zugefügt an der Summe. Jetzt hat er nur noch 5700. Alles klar, allerdings hat er jetzt 5 Karten auf seiner Hand. Damit kann man jetzt eine Menge Schaden anrichten.
Wir haben jetzt das Problem, dass wir gleich unsere ganzen Handkarten schon ausgespielt haben. Das könnte im schlimmsten Fall noch tödlich enden. Der spielt ein Monster als Spezialbeschwörung, wenn sich ein oder mehr Monster auf der Seite deines Gegners, aber keins auf deiner Seite befindet, kannst du diese Karte von deiner Hand spezialbeschwören. Als Resultat der Spezialbeschwörung wird die ATK und Death der Karte halbiert. Okay, normalerweise hat sie 2000. Grund-ATK, jetzt hat sie 1000, weil hier der Effekt die ATK und Death halbiert. Na, willst du mein Air Hummingbird zerstören? Oh, Magnadrache, er will eine Synchro-Beschwörung durchführen. Sind Stufe 7. 7, 7, 7, 7. Das wäre. Ich kenne leider das Deck von Jack nicht. Aber ein paar Synchro-Monster kenne ich aus dem Spiel. Möchte ich jetzt, dass er eine Synchro-Beschwörung durchführt? Ich würde sagen, zuerst einmal das hier, damit die Karten schön aus dem Spiel genommen werden. Yep, jetzt kommt die Synchro-Beschwörung. Und was holt er sich? Er holt sich ein Stufe 7 Monster natürlich und es ist... Sprengstoffdrache ist es, glaube ich, ne? Sprengstoffdrachenschwinge. Diese Karte ist ziemlich heftig. Falls diese Karte gegen ein Monster kämpft, dessen ATK kleiner oder gleich den ATK dieser Karte sind, kannst du das Monster sofort durch den Effekt dieser Karte zerstören, ohne die Schadensberechnung durchzuführen und dem Gegner Schaden in Höhe der ATK des Monsters zuzufügen. Das ist ein ziemlich heftiger Effekt. Das heißt, ich muss jetzt... naja, wir verlieren zwei von unseren Monstern, wenn ich jetzt Reißen natürlich gut benutze. Andererseits ist natürlich dann sein Monster weg, ne? Aber wenn er jetzt den hier zerstört, dann kriege ich eine Menge Schaden. Und dann bin ich gezwungen, im nächsten Zug den hier mit dem hier zu traden. Denn dieses Monster hat die Fähigkeit, wenn es gegen ein gegnerisches Monster kämpft, dann kann ich die beiden Monster dann entfernen. Das heißt, meine beiden Monster wären dann weg, sowieso. Aber wenn ich die jetzt aktiviere, die reißende Tributkarte, dann werden sofort alle Monster weg und ich kriege keinen Kampfschaden. Deswegen mache ich das jetzt auch. Okay, das war eine seiner starken Karten. Haben wir jetzt ein Glück, dass die jetzt schon weg ist und sogar aus dem Spiel genommen wurde. Aber der hat noch weitere zwei in seinem Deck bestimmt. Das heißt, es ist noch nicht, keine Zeit zum Feiern, sag ich mal. Gut, Geistessenzenmann ist eine gute Karte, denn diese Karte kann nicht zerstört werden im Kampf. Allerdings wird die zerstört, wenn die als Ziel eines Effektes einer Zauber- oder Falle oder eines Effektmonsters bestimmt wird. Und wenn die direkt angreift, muss Jack eine Handkarte abschmeißen. Also wenn sie ihm Kampfschaden zufügt, quasi. Ein Schimmerdrache. Ein normales Drachenmonster mit 1900 Angriffspunkten. Er kommt an meinem Geistessenzenmann nicht vorbei. You shall not pass! Okay, jetzt sind wir wieder am Zug. Ich hoffe, wir ziehen ein Tributmonster. Ah, leider kein Tributmonster. Aber Dimensionsalchemist ist trotzdem eine ganz ordentliche Karte. Könnte natürlich jetzt spielen. Allerdings wäre dann schwächer natürlich immer noch, weil dann 100 Angriffspunkte noch fehlen würden. Allerdings hätten wir dann eine Karte aus dem Spiel genommen von uns und das ist vom Vorteil, denn unser Deck spielt ja darauf, dass viele Karten entfernt werden. Aber ich glaube, ich hebe mir die doch besser auf, wenn er vielleicht ein schwächeres Monster auf dem Feld hat, was ich dann sofort dann mit dem Dimensionsalchemisten zerstören kann. Das heißt, ich wende jetzt meinen Zug. Na. Nein, der schnappt sich mein Monster, das ist gemein. Und meins wird auch noch zerstört, weil es als Ziel gewählt wird. Ja, doch, es wird zerstört, genau. Das ist einerseits gut, andererseits schlecht für uns. Einerseits ist es gut, denn jetzt kann es nicht gegen uns benutzen und den Dimensionsalchemisten klauen. Andererseits ist es jetzt natürlich schlecht, denn jetzt kann er uns mit seinen zwei Drachenmonstern direkt angreifen. Aber wir haben 10.000 Lebenspunkte, das gleicht dann wieder aus, also der macht jetzt quasi einen Lebenspunkteausgleich.
Ja, jetzt hat er die Lebenspunkte einigermaßen wieder angeglichen. Wir haben zwar immer noch mehr. Alles klar, was ziehen wir denn jetzt? Seelentausch. Das Problem ist, Seelentausch kann man nur benutzen, wenn wir ein Tributmonster auf unserer Hand haben. Und momentan haben wir keins. Ausgerechnet dann, wenn wir keine Tributmonster haben, ziehen wir Seelentausch. Ist immer wieder super. Ich könnte jetzt den Blizzard-Drache und den hier tauschen, dann kriegen wir im nächsten Zug nicht so einen hohen Kampfschaden. Aber 1900 werden wir trotzdem einstecken müssen, denn wir haben dann weiterhin kein Monster auf dem Feld. Aber dafür haben wir seinen Blizzard-Drachen dann entfernt. Und das ist ja auch was Positives. Die hätte mir jetzt geholfen. Die hätte ich jetzt ziehen müssen. Naja, gut. Dann zerstöre ich jetzt Blizzard-Drache. Mein Monster wird natürlich auch zerstört, weil beide Monster in der Angriffsposition sind. Okay, Endphase. Jetzt kriegen wir zwar einen weiteren direkten im Angriff. Aber hätte ich jetzt mein Monster in die Verteidigungsposition gesetzt, dann hätten wir jetzt das gegnerische Monster immer noch auf dem Feld. Gut, jetzt gleich die Lebenspunkte wieder aus. Hier fügen uns jetzt 2100 Punkte Schaden zu. Gut, ich muss jetzt darauf hoffen, dass ich jetzt ein Tributmonster ziehe, ansonsten habe ich schlechte Karten, wortwörtlich. Die Überlebende. Ja, ist okay, ist okay. Man muss sich über die kleinen Sachen freuen. Kann nicht immer alles perfekt laufen. Wir haben den Vorteil, dass die Überlebende immer zurückkommt, wenn er aus dem Spiel genommen wird, vom Feld. Das heißt, dieses Monster werden wir länger auf dem Feld haben. Außer er zerstört die natürlich, unsere Makrokosmos-Karte, dann landet die auf dem Friedhof und kommt nicht wieder zurück. Gut, ich muss jetzt seinen Sangan zerstören, sonst würde er mich damit direkt angreifen. Der Effekt von Sangan aktiviert sich nicht, da dieses Monster nicht auf dem Friedhof landet. Und damit der Effekt sich aktiviert, muss das Monster auf dem Friedhof landen und es wurde hier in dem Fall aus dem Spiel genommen. Alles klar, jetzt hoffe ich, dass er kein starkes Monster spielt mit einer Tributbeschwörung oder sowas. Ein Blizzard-Drache, ein zweiter von ihm. Okay. Jetzt kann er mich nochmal direkt angreifen. Ich frage mich, warum er jetzt den Effekt benutzt. Er wird mein Monster jetzt sowieso zerstören. Das ist völlig unnötig. Ja, gut, wir kriegen jetzt 1900 insgesamt einen Kampfschaden. Aber mein Divi-Überlebender kommt in der Endphase wieder zurück aufs Feld. Und ich hoffe dann, dass ich einen Tributmonster ziehe, ansonsten verlieren wir das, glaube ich. Also gut, kommt zurück in die Angriffsposition aufs Feld. Bitte, Tributmonster, komm schon, Herz der Karten. Ja gut, die ist okay, die ist okay. Wir kriegen 500 Lebenspunkte für jede Karte, die aus dem Spiel genommen wird. Alles klar, jetzt tausche ich Blizzard-Drache mit dem Didi-Überlebenden aus. Mein Didi-Überlebender kommt ja wieder zurück. Und wir kriegen 1000 Lebenspunkte, da zwei Karten jetzt entfernt werden. Damit können wir unsere Lebenspunkte wieder auffüllen. Okay, Endphase, mein Monster kommt zurück aufs Feld. Wenn es jetzt zerstört, dann machen wir 400 Punkte Gewinn. Weil wir 500 Punkte durch diese bekommen, minus den Kampfschaden 100 Punkte. Das heißt, wir machen 400 Gewinn. Dämlicherweise macht dieses die KI immer. Das heißt, wenn wir dann Bonus-Lebenspunkte bekommen. Nicht diese Karte. Bitte nicht meine Seelenübernahme. Nicht meine Seelenübernahme. Nein! Na gut, ich glaube, Makrokosmos wäre sogar noch schlimmer gewesen. Okay. Makrokosmos wäre echt schlimmer gewesen, denn dann wäre die Seelenübernahme auch nutzlos für uns geworden, da die Karten jetzt dann wieder auf den Friedhöfen landen würden.
Na gut, jetzt kriegen wir üblicherweise wieder die 100 Punkte Kampfschaden. Ich brauche schon endlich mal wieder ein Tributmonster. Im letzten Part habe ich 3 im ersten Zug gezogen und jetzt habe ich gar keins. Ich will ein Tributmonster. Na los, Tributmonster. Nein. Noch mal eine Marco Kosmos Karte. Na gut, ab in die Verteidigung mit dir. Warte, wenn es jetzt mit einem schwächeren Monster zerstört, kann er mich genau ownen. Das war ein Fehler. Ich hätte das Monster jetzt nicht in die Verteidigungsposition setzen sollen. Denn jetzt kann es ganz leicht mit einem schwächeren Monster zerstören und mich dann mit seinem anderen Monster genau auf Null bringen. Das war jetzt ein riesiger Fehler, dass ich mein Monster jetzt in die Defense gesetzt habe. Boah. Habe ich ein Glück, dass er jetzt kein Monster gespielt hat. Hätte er jetzt eins gespielt, was mindestens nur 300 Angriffspunkte hätte, dann hätte ich verloren. Dann hätte er mit seinem 300er Monster das zerstören können. Und mich mit dem direkt angreifen können und ich wäre genau auf Null gegangen. Okay, ich muss mir merken jetzt, ich muss das Monster in die Angriffsposition lassen. Selbst wenn ich dann 100 Punkte Kampfschaden bekomme. Das ist ein weitaus geringerer Preis, als das Duell zu verlieren. Ein Tributmonster, aber es hat ja, 9700 Angriffspunkte, aber wir können mit diesem Monster ein Monster, von das aus dem Spiel genommen wurde, zurückholen. Und ich glaube, ich benutze hierfür die Seelentauschkarte, damit der Schimmerdrache weg ist. So, ich nehme mir mal dein Monster, ne? Ich opfere jetzt dein Monster, um das hier zu spielen. EDM. Vielen Dank. Seelentausch hat leider einen Nachteil. Wenn wir Seelentausch in diesem Zug spielen, können wir keine Battlephase mehr benutzen. Ihr seht, die Battlephase ist grau markiert. Das heißt, ich muss jetzt in die Endphase überspringen. Okay, jetzt wird spannend. Okay, jetzt schützt sich mit seinen verräterischen Schwertern für 3 Züge lang. Leider kann ich das nicht verhindern. Und er beendet seinen Zug auch schon wieder. Alles klar, großes Auge ist eine nützliche Karte. Wir können uns die obersten 5 Karten unseres Decks anschauen und sie in einer beliebigen Reihenfolge wieder aufs Deck zurücklegen. Das ist ein Flipmonster, deswegen setze ich jetzt in die verdeckte. Und ja, das passt eigentlich. Angreifen kann ich leider nicht wegen dieser Zauberkarte hier. Er ist wieder an der Reihe. Ich glaube, er wird seine... Ja, er macht gar nichts. Er wartet auf die richtigen Karten, so wie ich es gerade tue. Alles klar, die Schwerflugzeug. Jetzt decke ich erstmal mein großes Auge auf. Aktiviert sich der Effekt und wir können uns die obersten 5 Karten unseres Decks anschauen. Ein Tributmonster, 2 Tributmonster. Okay, ich werde Testalos, Möbius zunächst. Dann die Überlebende, dann DDR, dann Testalos. und dann die Krieger. Genau. Angreifen kann ich ihn weiterhin noch nicht, da diese Zauberkarte immer noch auf dem Feld ist. Aber im nächsten Zug wird sie weg sein. Ich glaube, er spielt jetzt ein Monster. Ein weiterer Blizzardrache. Das ist sein dritter. Er mag wohl WoW. Blizzard, versteht ihr? Okay. Hä? Warum wählt er dieses Monster? Verstehe ich nicht. Egal, muss ich nicht verstehen. Ich glaube, der Graf greift jetzt mein großes Auge an. Ja, kann ich leider nicht verhindern. Wir kriegen wieder ein bisschen Kampfschaden. Lebenspunkte haben wir ja noch einigermaßen.
Aber die Devise ist natürlich, wenn wir wenig Lebenspunkte haben, dann muss man natürlich vorsichtig sein, was man macht mit seinen Monstern. Alles klar, jetzt habe ich den Möbius gezogen, den habe ich mir ja schon im letzten Zug bereitgestellt. Jetzt werde ich... Genau, ich werde jetzt die Sperrflugzeug als Tribut anbieten. Denn diesen Monster kommt im nächsten Zug wieder zurück. Und ich werde Möbius jetzt Tribut beschwören. Jetzt kommt der Effekt, weil ich kann jetzt zwei Zauber- und Feinkarten auf dem Spielfeld zerstören. Ich wähle seine Verdeckte und natürlich auch die verräterischen Schwerter, damit wir angreifen können. Sehr schlecht, sehr schlecht. Bodenlose Fallgrube. Okay. Na gut, mein Monster wird sofort wieder entfernt. Aber wir können trotzdem angreifen, denn die Kette 2 ist noch aktiv von uns. Oh, Kette 1 war das. Alles klar, jetzt kann ich die zwei Monster austauschen. Mein Monster kommt ja wieder zurück. Und dann greife ich ihn mit DDM Meister aus der anderen Dimension hier indirekt an. Alles klar. Ach komm, der hat einen Kampfausblender. Was soll denn der Mist? Wenn ein Monster deines Gegners direkt angreift, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören und die Battlephase beenden. Falls diese Karte durch diesen Effekt als Spezialbeschwören wurde, entferne sie aus dem Spiel, wenn sie vom Spielfeld entfernt wird. Die wäre auch gut in unserem Deck. Denn jetzt kann er diesem Monster als gut anbieten in seinem Zug. Das ist böse. Und meine Battlephase wird unterbrochen. Oh, das ist böse, das ist böse. Und mein Monster kommt zurück. Oh Gott, in die Angriffsposition. Wenn er jetzt ein Tributmonster spielt, was mindestens 2100 Punkte hat, dann verlieren wir. Denn dann kann er einfach mit seinem Tributmonster mein Didi-Sperrflugzeug kaputt machen. Oh Gott, keine Tributbeschwörung. Bitte nicht. Bitte nicht, keine Tributbeschwörung. Er hat viele Tributmonster in seinem Deck. Ich kenne sein Deck. Ein bisschen. Komm schon, keine Tributbeschwörung. Lass das. Mach keine, keine, keine. Aus. Nein. Nicht 2100. Oh, er hat nur 2000, okay. Ist ja gerade manchmal nochmal gut gegangen. Oh. Okay, wir kriegen 1200 Punkte Schaden. Boah, hätte sein Monster 100 Punkte mehr, dann hätten wir verloren. Puh. Jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, dass er wieder ein Tributmonster auf dem Feld hat. An dem wir nicht mehr vorbei können. Ich muss jetzt meine Monster üblicherweise auch in die Verteidigungsposition alle setzen, denn kriegen wir noch ein einziges Mal Kampfschaden, verlieren wir sofort. Das heißt ja, alle in die Verteidigung! Und den kann ich meinetwegen auch noch spielen. Gut, in meinem nächsten Zug ziehe ich Test. Mir heißt die Karte irgendwas Test, irgendwas Griechisches. Dann kommt da meine Defense nicht vorbei. Hoffe ich zumindest. Ich stampfe zur Zerstörung. Oh, oh, nein, 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 nein. Er holt sich seinen Sprengstoff. Er holt sich seinen Sprengstoffdrache. Nein, nein. Nein! Ah, nein, der Stufe 8. Jetzt hätte er Stufe 8 als Synchro-Beschwörung. Gerade nochmal gut gegangen. Jetzt hätte er seinen Rotdrachen-Elsunterwäldler spielen können. Hat er aber nicht gemacht. Aber ich glaube, er macht es in seiner zweiten Main-Phase. Denn jetzt kann er mehr Karten von uns zerstören, da er zwei Monster auf dem Feld hat. Hätte er seine Synchro-Beschwörung gemacht, könnte er nur eins von uns zerstören, denn dann hätte er eigentlich nur ein Monster auf dem Feld. Es kommt wahrscheinlich Main Phase 2, er wird jetzt dann seinen Rotdrachen Erzunterwettler spielen. Nicht! Boah, bin ich aber erleichtert. Mein Gott, mach mir doch nicht solche Angst. Okay, die überleben da in die Angriffsposition. Okay. Was wird... Boah, komm! Was habe ich denn da? Warum habe ich die hier jetzt gesetzt? Die ist doch völlig useless. Oh, jetzt brauche ich Testo-Dingens. Testosteron, genau.
Mann, wenn ich die Karte endlich ziehe. Ja, da habe ich mir selber ein Bein gestellt, ist gerade, ich hätte mir jetzt Testosteron-Karte hier bereitlegen sollen mit dem großen Auge. Aber ich habe es mir anscheinend besser gefunden, die hier. Ah, noch eine Typbeschwörung, das ist böse. Andererseits kann jetzt keine Synchro-Beschwörung mehr machen, da sein Empfängermonster jetzt nicht mehr da ist. Andererseits hat er jetzt einen zweiten 2000er auf dem Feld. Und wenn er noch einmal stampfende Zerstörung spielt, dann kriegen wir 500 Punkte Schaden und wir verlieren. So einfach. Dass er das Monster zerstört, ist völlig sinnlos, denn mein Monster kommt eh zurück. Solange diese Karte hier auf dem Feld ist, kommen sowohl die, die überleben da, als auch die, die Sperrflugzeug immer wieder zurück aufs Feld. Und kommt zurück aufs Feld, meine Monster! Okay, jetzt ziehe ich Testosteron. Oder wie heißt die Karte? Testalos, okay. Jetzt setze ich das Monster in die Verteidigung. Ich werde dieses Monster nicht opfern, denn dann kommt es zurück in die Angriffsposition, wenn mein Zug beendet ist, und dann kann es einfach angreifen und ich verliere. Das heißt, ja, ich werde jetzt an meinen die Überlebenden als Tribut anbieten, denn da von diesem Monster kann ich den Modus bestimmen. Dann werde ich einen seiner Vize-Drachen zerstören. Nachher der Effekt ist, wir können jetzt eine zufällige Handkarte von ihm abschmeißen. Und wenn es eine Monsterkarte ist, dann können wir ihm 100 Punkte Schaden mal der Stufe des Monsters Schaden zufügen. Hm, was war das? Ogre! Während dieses Spielzugs eines Wirbelwirbel zweiten derselben Angriff Battle-Phase erklärt, kannst du diese Karte Spezialangriff Defense angegriffen, falls noch offen Feld liegt, Spezialbeschwören angreifen, außer solange Karte Friedhof spielt. Okay. Ich habe jetzt gerade gar nichts verstanden, was da steht, aber ihr konntet es bestimmt lesen, wenn ihr auf Pause gedrückt habt. Ene, mene, miste, es rabbelt in der Kiste. Ne, komm, ich nehme das da. Bei mir rappelt es in der Augsburger Puppenkiste, weil ich ja in Augsburg wohne. Okay, der Witz war scheiße. Okay, aber wenn er immer noch eine stampfende Zerstörung spielt, dann kann es ganz leicht beenden. Gut, mein Monster kommt zurück. Ich muss es in die Verteidigung setzen, sonst verliere ich. Wenn jetzt aber auch seinen Erzdrachen Erzunterwetter spielt, dann verliere ich natürlich auch. Denn sein Monster hätte dann 3000. Er darf jetzt keinen finsteren Resonator spielen. Nein! Böse! Blitzeinschlag. Naja, das macht nichts. Der größte Teil meiner Monster kommt zum Glück wieder. Und Testosteron kann ich mit DDM Rückkehr aus anderen Dimensionen ganz leicht wieder aufs Feld zurückholen. Jetzt greift er wieder mein Verdecktes an. Ah, was heißt hier wieder, greife zum ersten Mal für mein Verdecktes an. Aber dieses Monster kommt auch wieder zurück aufs Feld. Alles klar, okay. Jetzt kommen meine Monster wieder zurück aufs Feld. Alle drei, die Sperrflugzeug und zwei die Überlebende. Ich setze sie jetzt bewusst in die Angriffsposition, da ich jetzt mein... Warum kriege ich den anderen nicht? Der andere muss wahrscheinlich offen auf dem Feld sein und damit er zurückkommt. Ganz vergessen. Egal. Verdammt. Soll ich jetzt diese Karte eingehen? Nee. Also ich bin jetzt am überlegen, ob ich ihn mit dem hier dann direkt angreifen soll, weil ich kriege jetzt mein Testosteron sowieso aufs Feld wegen der hier. Dann werde ich den hier zerstören. Füge ihm 400 Punkte Schaden zu. Er hätte nur noch 2900. Dann füge ich ihm mit dem hier 1800 Punkte noch zu. Dann hätte er nur noch 1100. Wenn er aber dann ein weiteres Monster spielt mit 1900 Angriffspunkte,
Es kann meinetwegen auch ein Schimmer da sein. Dann verliere ich, denn dann zerstört das ganz einfach. Eine schwierige Entscheidung. Also dieses Monster setze ich auf jeden Fall in die Verteidigung. Dann spiele ich DDR. Schmeiße meinen Lidekrieger ab. Spiele Testosteron als Spezialbeschwörung. Ich kann aber auch Möbius nehmen, ist eigentlich egal. Beide Monster haben dieselben Punkte. Aber ich nehme Testosteron, denn Testosteron hat einen coolen Namen. Okay. Okay, jetzt greife ich mit Testosteron seinen Vizedrachen an. Und ich greife nicht mit die Überlebende an, denn wenn er ein 1900er Monster spielt, was sogar sehr wahrscheinlich ist, dass er so ein Monster hat, dann verliere ich. Und das möchte ich nicht. Wir haben ja momentan eh eine Feldkontrolle. Wir können ihn sowieso im nächsten Zug, soweit ich richtig gerechnet habe, ihn sofort auslöschen. Gut, er macht gar nichts. Aber wenn er einen Kampfausbilder hat, dann haben wir natürlich ein Problem. Dann kann er wieder eine Tributbeschwörung machen. Ich kann jetzt meine Lebenspunkte auf 50 halbieren und dann, ja, genau. Wenn er dann seinen Kampfausbilder spielen sollte und dann im nächsten Zug schlimmsterweise eine Tributbeschwörung macht, dann kann ich hier diese Karte benutzen, meine Lebenspunkte halbieren und seine Tributbeschwörung annullieren. Gut, dann setze ich meinen Didi-Überlebenden in die Angriffsposition und greife ihn mit beiden Monstern an und wenn die zwei Angriffe durchkommen, gewinnen wir. Ha! Kampfausblender! Kampfausbilder, habe ich vorhin gesagt. Okay, die heißt Kampfausblender. Was für ein Fiesling. Na gut, dann... Na, kann ich da nicht in die Verteidigung setzen, da ich habe den ja schon in die Angriffsposition gesetzt. Okay, wenn er jetzt eine Tributbeschwörung macht, aktiviere ich feierlich göttliches Urteil, halbiere meine Punkte und entferne sein Monster aus dem Spiel. Er macht eine Verdeckte, okay. Nicht so tragisch. Mit meinem göttlichen Urteil kann ich auch Zauber und Fallen annullieren. Da ist es mir jetzt völlig schnuppe, was er da gesetzt hat. Gut, sein Monster hat 0 Verteidigungspunkte, das kann ich mit diesem Monster zerstören. Und dann greife ich ihn mit den beiden direkt an und wenn er seine Falle aktiviert, dann aktiviere ich die hier. Halbiere meine Punkte und alles ist wieder gut. So. Im schlimmsten Fall ist es Spiegelkraft, aber selbst dann kann ich es annullieren. Gut, dann die zwei noch direkt und dann müsste das Ganze gegessen sein. Und Testosteron, beende es mit deiner Testosteron-Attacke! Gut. Oh, das war ein spannendes Duell. Spannung bis zum Schluss. Eines der besten Duelle, so würde ich sogar behaupten, in diesem Let's Play bis jetzt. Okay, 1400 Punkte hat uns dieses Duell gegeben. Was haben wir denn da für Boni? Umkehrabschussbonus. Das ist wahrscheinlich, wenn wir im letzten Moment noch die Punkte ausgleichen können. Bonus für sehr niedrige Lebenspunkte. Ja, das erklärt auch alles. Spezialbeschwörung oder gesetzter Bonus. Ja, ist logisch, wir haben viele Monster zurück aus dem Spiel entfernt wieder zurückgeholt. Und das war ja alles immer eine Spezialbeschwörung. Und deswegen haben wir hier jetzt auch so viele Spezialbeschwörungsboni bekommen. Ja, war ein schönes Duell. Gib immer dein Bestes. Damit liegst du nie falsch. Ich gehe einen weiteren Schritt voran. Hier ist der Beweis. Dimensionskapsel. Eine nützliche Karte. Mit dieser Karte können wir eine Karte aus unserem Deck wählen. Sie für 2 Züge lang aus dem Spiel nehmen. Und die dann in dem zweiten Zug wieder auf die Hand nehmen. Gut kombinierbar mit Gesicht des Todes. Okay, eigentlich sage ich es für jeder Karte, die eine Karte aus dem Spiel nimmt. Ist gut kombinierbar mit Gesicht des Todes, sage ich irgendwie immer. Naja.
Jetzt, wo ich wieder klar denken kann. Gut, speichern wir. Und ich trinke jetzt mal ein Schlückchen und dann messen wir uns dann gleich mit Yusei. Was machen wir jetzt, wo wir ganz Satellite erobert haben? Warum duellieren wir uns nicht für ein wenig? Nur so zum Spaß natürlich. Ja, werde ich sofort machen, aber zunächst hole ich mir was zum Trinken. Also bis gleich. Okay, ich habe jetzt eine kleine Trinkpause gemacht und jetzt duellieren wir uns mit Yusei. Okay, lass uns alles geben. Hoffentlich wird das auch wieder so ein gutes Duell wie gerade eben gegen Jack. So, Treffen der Krieger, okay. Yusei hat ein Synchro-Deck. In Kombination mit ein paar Kriegermonstern, also er wird sehr viele Monster spezial beschwören. Das ist gut für uns, denn mehr spezial beschwörende Monster und mehr Tribute sind mehr Monster, die aus dem Spiel genommen werden. Und wir haben wieder Gedankengang gezogen im ersten Zug. Ach, schönes Blatt. Ach ja, Entschuldigung, falls ich mal häufiger so das hier machen muss. Das ist in letzter Zeit häufiger bei mir, ist mir so aufgefallen. Warum, kann ich mir nicht erklären. Hab wohl irgendwas im Hals. Ich habe jetzt versucht, als Maßnahme immer häufiger was zu trinken, allerdings wirkt es nur wenig. Dagegen, vielleicht habt ihr irgendwelche Heilkunde-Tipps da, was dagegen wirksam sein könnte. Dann schreibt es in die Comments. Okay, er hat Stufe 6 gesagt, wir kriegen ein Stufe 4 Monster, die Krieger ist es. Die können wir notfalls benutzen, um einen zu einer starken Monster zu zerstören. Denn dieses Monster hat denselben Effekt wie die Kriegerin. Bis auf dass man, ja, das, wenn dieses Monster kämpft, wird es sofort, werden beide Monster sofort aus dem Spiel genommen. Also da kann man es quasi nicht entscheiden, wie bei die Kriegerin, ob man beide Monster aufs Spiel haben möchte oder nicht. Okay, ich könnte jetzt mit die Kriegerin, ich könnte ihn jetzt in die Angriffsposition setzen und ihn dann angreifen. Sein Monster dann entfernen und dann mit dem normal beschwörenden Monster direkt angreifen, mache ich auch. Moment. Immer wenn ich so einen Moment mache, dann muss ich mal kurz so räuspern. Da schalte ich kurz das Mikrofon immer auf stumm. Deswegen hört ihr das nicht. Gut, die Krieger zerstört das verdeckte Monster. Egal was für ein Monster das ist, beide werden entfernt. Wir kriegen 400 Punkte Schaden, aber das ist mir völlig wert. Denn jetzt können wir Yusei weit größeren Schaden zufügen. Schildkrieger hätte sogar noch einen weiteren Angriff überlebt. Während der Schadensberechnung kannst du diese Karte in deinem Friedhof aus dem Spiel entfernen, um zu verhindern, dass durch diesen Kampf Monster zerstört werden, die du kontrollierst. Gut, dann die Krieger überleben, der greift direkt an. Verteidigungsziehen, verdammt! Kampfschaden wird zu null und er darf eine Karte ziehen, okay. Ganz schön ziehwild. Das wird aufs Ziehen. Oh, er hat der Exordia an seinem Deck. Oh Gott, nicht gut. Er hat der Exordia. Oh, er hat der Exordia. Nein, hat er nicht. Er hat keine Exordia. Ein Max-Krieger. Hallo Max. Falls diese Karte dein Monster eines Gegners angreift, erhält sie während der es damaged selbst 400 ATK. Falls diese Karte ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört, bis zur nächsten Endphase, diese Karte wird Stufe 2 und die ATK. Die Grund-ATK und Death werden halbiert. Meine Stimme verändert sich. Warum verändert sich meine Stimme? Okay, hier spricht nicht mehr der Janke, hier spricht so ein anderer Typ mit einer anderen Stimme. Hallo, ich grüße euch. Und ich habe jetzt eine andere Stimme. Warum, kann ich mir nicht erklären. Irgendwie bin ich jetzt total heiser. Ich kann es mir nicht erklären, warum ich jetzt total heiser bin. Ich habe wahrscheinlich zu viel WM geschaut oder sowas. Hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Ja, mein Monster wird zerstört. Das ist nicht so schlimm. Seine Grund-ATK und Verteidigungspunkte werden jetzt halbiert und sein Monster verwandelt sich in Stufe 2 Monster. Das ist zum einen dann ein Vorteil, zum anderen ein Nachteil für uns. Vorteil ist natürlich, dass es jetzt eine Schwäche ist.
Nachteil ist, jetzt hat man Stufe 2 Monster und die kann man leicht als Synchro-Material-Monster benutzen, wenn sie so eine niedrige Stufe haben. Die haben einen weiteren die Überlebenden gezogen. Schön wäre es natürlich, wenn wir jetzt Makrokosmos hätten. Die habe ich jetzt allerdings nicht. Sein Monster hat 900 Angriffspunkte. Schade, denn hätte es weniger als 800, könnte ich den hier sogar spielen und ihn mit diesem Monster zerstören. Aber ich glaube, ich mache es mit Diddy-Kriegerin. Diddy-Kriegerin geht auch. So, Battle-Phase. Diddy-Kriegerin zerstört das hier. Damit er kein Materialmonster für den Synchro hat. Ihr seht, sein Extra-Deck besteht aus 15 Karten. Das heißt, er hat viele Synchro-Monster in seinem Deck. Und da darf man hier natürlich kein einzelnes Monster auf dem Feld lassen. Ruft der Gärtner, er ruft sein Monster zurück. Aber das ist doch eine Verschwendung, oder? Der wird doch was vorhaben. Bestimmt eine Synchro-Beschwörung. Aber wenn er jetzt eine Synchro-Beschwörung macht, dann muss er meine Diddy-Kriegerin angreifen und sein Synchro-Monster wird dann entfernt. Tatsache, er will eine Synchro-Beschwörung machen. Was hat er denn? Sein Max hat Stufe 4, glaube ich, und Gerümpel hat Stufe 3. Das heißt, er kann sich jetzt seinen Gerümpel-Bogenschützen spielen. Gerümpel Bogenschütze hat den Effekt, dass er eine Monsterkarte von uns für einen Spielzug lang entfernen kann. Dafür kommt unser Monster dann zurück, das muss ich unbedingt verhindern. Aber erstmal lasse ich ihn seine Synchro-Beschwörung machen, denn erst nachdem er seine Synchro-Beschwörung gemacht hat, aktiviere ich meinen reißenden Tribut. Jetzt kommt Gerümpel Bogenschütze als Synchro-Beschwörung. Er kann seinen Effekt zwar noch aktivieren, aber es bringt ihm gar nichts. Ja, dann kann ich mit seinem Monster eh nicht angreifen. Denn jetzt wird es sofort wieder auf dem Friedhof gelandet. Auf dem Friedhof mit dir. Meins natürlich auch. Okay, er hat den Effekt nicht benutzt. Schöner wäre es natürlich, wenn er den Effekt benutzt hätte, denn dann wäre unser Monster aus dem Spiel entfernt worden und wird dadurch von dem reißenden Tribut nicht mehr erfasst. Jetzt haben wir Razor gezogen. Razor, ein Tributmonster. Schön wäre es natürlich, wenn wir jetzt Makrokosmos draußen hätten, dann hätten wir diese Monster hier als Tributmaterial immer wieder. Aber ich glaube, ich spiele jetzt eher Hummingbird und erhöhe meine Lebenspunkte um 2000. Denn er hat ja vier Karten wieder auf seiner Hand, ähnlich wie bei Jack vorhin. Das würde uns auch wieder ein Polster geben. Denn hätten wir vorhin unsere Lebenspunkte nicht erhöht, hätten wir verloren. Ne? Da muss man auch natürlich zurückdenken. Tempokrieger, er kann sein Monster, also er kann die Angriffspunkte seines Monsters für einen Zug lang verdoppeln. Und er spielt seine Schnellziehsynchron noch, zusätzlich noch. Jetzt kommt eine Synchro-Beschwörung. 5 und 2 ist glaube ich wieder 7. Ne, Stufe 8, oder? Ist es 8? 7, okay, es war 7. Es ist der Nitro-Krieger. Während jeden deiner Spielzüge, falls du eine Zauberkarte aktiviert hast, erhält diese Karte während ihres nächsten Angriffs nur für die Schadensberechnung 1000 ATK. Boah, das ist ordentlich. Einmal pro Spielzug, falls diese angreifende Karte ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört, kannst du ein Monster in offener Verteidigungsposition, das dein Gegner kontrolliert, in die Angriffsposition ändern und es mit dieser Karte angreifen. Oha, oha. Okay, das ist nicht mehr so gut für uns. Jetzt kriegen wir die 2000 Punkte wieder abgezogen, die wir uns eben ergattert haben durch unser Monster. Alles klar, ich hoffe jetzt, dass ich Makrokosmos ziehe. Dann sind unsere Monster wieder unsterblich. Ja! Oh, aber wie perfekt! Aber wie perfekt! Okay, das Monster in die... Ja, Quatsch, das ist kein Monster. Diese Karte natürlich und dann die Sperrflugzeug. Und mein Digi-Sperrflugzeug kommt dann zurück und dann spiele ich Razor und gebe ihm seinen Synchro-Monster wieder zurück in sein Extra-Deck. Gut, jetzt muss ich als Kette natürlich Makrokosmos aktivieren, sonst wird mein Monster auf dem Friedhof landen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte ja, dass es entfernt wird, damit der Effekt aktiv wird. Schönen Dank!
Ein Zug, der dir gar nichts bringt. Mein Monster kommt wieder. Oh nein, eine Verdeckte. Und ich grüße dich, Didi Spielzeug. Willkommen zurück auf dem Spielfeld. Und jetzt spiele ich Razor. Und gebe ihm sein Synchromonster zurück aufs Deck. Ich hoffe, er hat keine fiese Falle. Eine fiese, also zu fiesen Fallen zähle ich bodenlose Fallgrube, reißender Tribut, Spiegelkraft und Sakurezu-Rüstung und Dimensionsgefängnis. Das sind so fiese Fallen. Okay, es war keine fiese Falle, allerdings kann es immer noch Spiegelkraft sein. Ich greife jetzt einfach mal an. Okay, es war keine Spiegelkraft. Okay, Endphase. Und ich trinke wieder ein Schlückchen. Ach ja, mein Didi-Spielflugzeug kommt ja wieder zurück, genau. Vergesse ich manchmal, wenn ich mit meinem echten Deck mich duelliere, dann vergesse ich manchmal, mein Didi-Spielflugzeug zurück aufs Feld zu holen. Weil ich dann so auf mein Tributmonster dann, ein Auge drauf habe, dass ich das dann vergesse zurückzuholen. Okay, verräterische Schwerter. Dasselbe wieder wie bei Jack vorhin. Wir können wieder nicht angreifen. Alles klar, Dimensionskrümmung ist eine ordentliche Karte. Wir können diese Karte nur aktivieren, wenn wir keine Karte. Wenn sich keine Karte in einem Friedhof befindet. Okay, das ist momentan nicht der Fall. Das heißt, wir können den Effekt uns schon mal abschmieren. Gut, ich spiele aber Debi Überleben da wieder, denn mein Monster wird dann dadurch immer wieder zurückkommen. Denn jetzt ist es ja in der offenen Position. Wir können ihn allerdings nicht angreifen. Das ist ein Vorteil für ihn. Es kann jetzt zum Beispiel seine Synchro-Beschwörungen wieder machen. Allerdings braucht er ein Empfängermonster. Okay, er hat eine weitere Karte verdeckt gesetzt. Ah, Dimensionsalchemist. Die Karte ist ziemlich nützlich. Ich klatsche jetzt mein Feld so richtig voll. Kann auch sein, dass es dann irgendwann mal reißende Tribut benutzen wird, aber das ist mir dann eh egal. Denn zwei Monster kriege ich ja sowieso dann wieder. Okay, sein zweiter Zug mit seinen verräterischen Schwertern läuft. Was macht ihr jetzt? Na, was machst du jetzt? Machst du deine Synchro-Beschwörung? Er macht gar nichts, okay. Er hat wohl gerade nichts gezogen. Ich könnte ihn theoretisch benutzen, um den hier zurückzuholen. Möchte ich allerdings jetzt noch nicht. Ich entferne zunächst noch weitere Karten aus dem Spiel. Nicht schon wieder. Oh, die ist so eine schöne Karte. Und immer wird die entfernt. Oh, das frustriert mich. Okay. Andererseits hätte diese Karte natürlich Yusei geholfen, denn er hat ja momentan auch nicht so die, das beste Blatt auf seiner Hand. Das beste Blatt auf seiner Hand. Damit meint er natürlich sein Zeugnis. Er hat nicht das beste Blatt auf seiner Hand. Und ein Zeugnis ist ja ein Blatt. Okay, das war schon wieder ein scheiße Witz. Ein scheiße Witz. Langsam geht meine Grammatik kaputt. Oh nein, jetzt kommt eine Synchro-Beschwörung. Sowas spielt man nur in die Angstposition, wenn man etwas vorhat. Zum Beispiel eine Synchro-Beschwörung. Und ich glaube, das wird er jetzt machen. Was? Kampfgeist. Das ausgerüstete Monster erhält 300 für jedes Monster, das dein Gegner kontrolliert. Oh nein. Falls du durch Kampf zerstört werden würde, kannst du stattdessen diese Karte zerstören. Wie gemein. Er kriegt jetzt 300? 600, 900, 1200! Sein verdammter Igel hat jetzt 2000 Angriffspunkte! Heilige Scheiße! Diese Karte ist fies. Gut kombinierbar mit Ojama Trio. Na gut, das ist nicht so schlimm. 200 Kampfschaden finde ich nicht so schlimm. Außerdem kommt mein Monster eh wieder. Boah. Jetzt habe ich Angst vor dem Igel. Ich glaub's nicht.
Komm zurück aufs Feld, mein Didi, Überlebender. Und zwar in die Angriffsposition. Alles klar, jetzt greife ich ihn mit, wie heißt die Karte, Reiser, seinen verdammten Igel an. Und ja, dann greife ich ihn mit meinem Didi Überlebenden an und dann mit meinem Dimensionsarchimisten. Zunächst entferne ich allerdings noch eine Karte aus dem Spiel. Damit wir... Scheiße. Damit wir Material haben für diese Karte hier. Die spiele ich nur, wenn wenn es eine Notsituation ist. Die hebe ich mir deswegen noch auf. Gut, dann zerstöre ich jetzt damit Razor, seinen verdammten Igel. Und aktivierst du eine Falle? Ich glaube ja. Ah! Eisenschoss, Vogelscheuche. Okay, keine fiese Falle, aber eine nervige Falle. Genau, jetzt unterscheide ich auch noch zwischen fiesen und nervigen Fallen und das ist eine nervige Falle. Und diese Karte kann er immer wieder zurücksetzen. Okay, ich will keinen Kampfschaden jetzt bekommen, das heißt, ab in die Defense und du auch. Und den kann ich meinetwegen auch noch spielen. Da ist mein Feld zwar voll, aber egal. Verdammt, ich bin so blöd, ich hätte sein anderes Monster noch angreifen können. Egal. Nein, es ist nicht egal, er hat ein Synchro-Deck. Wenn man gegen ein Synchro-Deck antritt, darf man dem Gegner keine Monster auf dem Feld lassen. Sonst passiert sowas. Jetzt kommt ein Empfängermonster, nicht wahr? Okay, noch nicht. Er bespielt sein Max-Krieger. 1200 Angriffspunkte, wenn es angreift. Okay, ja, das greift er natürlich an. Er greift meine Verdeckten natürlich an. Ich bin gespannt, welches er angreift. Okay, das ist ein sinnloser Zug von ihm. Mein Monster kommt ja sowieso wieder zurück. Das heißt, er hat jetzt seine Bonus-Angriffspunkte verschwendet. Denn jetzt werden seine Punkte wieder geschwächt. Na. Ja, Spielen hängt ein bisschen, weil so viele Karten auf dem Feld sind. Und er zerstört meinen Dimensionsalchemisten. Leider aktiviert sich der Effekt von meinem Dimensionsalchemisten nicht, denn um den Effekt zu aktivieren, muss die Karte auf dem Friedhof landen. Gut, wir kriegen unseren Didi-Überlebenden wieder aufs Feld, den er mit seinem Max-Krieger sinnloserweise zerstört hat. Okay. Großes Auge, wieder nützlich. Dann zerstöre ich jetzt mit dem Max-Krieger. Er wird dann den hier bestimmt aktivieren. Und wenn nicht, dann aktiviert er es spätestens, wenn ich mit dem hier seinen Igel angreife. Also das hier greift Maxi an. Aktivierst du deine Falle? Na los, Falle! Okay, er hebt sich für seinen Stachelschraubigel auf. Gut, wenn ich jetzt angreife, macht es natürlich keinen Sinn, aber egal. Jetzt aktiviert er seine Falle natürlich, das ist sehr logisch. Okay. Kann man sich natürlich sparen, den Zug, den was ich jetzt gemacht habe, aber... Ich mach's trotzdem. Damit ich mir ein Bild machen kann, wo seine Falle genau liegt. Das kann später ein Vorteil sein, wenn ich vielleicht später mystische Raumtyphon ziehe. Gut, das wird er wahrscheinlich mit seinem Igel den hier zerstören. Wir kriegen 200 Punkte Schaden, ist allerdings nicht so viel. Das kann ich ruhig erdulden, diesen Kampfschaden. Und im nächsten Zug flippe ich dann mein großes Auge.
Eine Tributbeschwörung, okay. Geschützturmkrieger, oder? Schnellzieh-Synchron, okay. Ein Empfängermonster, oh nein! Nein! Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Keine Synchrobeschwörung. Aus, böse, böse. Kein Sternstaubdrache. Ich will den nicht. Lass das! Er holt sich den Sternstaubdrache. Ah, nein, Stufe 7. Oh nee, nicht wieder dieses Gerümpel-Scheiße da. Nicht wieder den Gerümpelkrieger oder wie diese Karte auch heißt. Ja, genau den. Den meine ich nicht. Den meine ich. Den meine ich, ja. Aber den will ich nicht. Okay, Nitro-Krieger ist diese Karte. Verdammt! Diese Karte ist böse. Die ist von Satan erschaffen worden, um mich zu ärgern. Er fügt mir 2000 Punkte Schaden zu. 1000, was rede ich da? 1000. Das verspreche ich mir hier sogar noch. Unglaublich. Naja gut, ich nehme schon 55 Minuten auf. Hä? Was ist der zweite Effekt? Hä? Hä? Er kann den Modus verändern. Und es nochmal angreifen, was zum... Alter! Was hat er gerade gemacht? Er hat den Effekt seines Monsters benutzt. Oh, sowas ist echt mies. Oh, meine Monster kommt zurück. Oh nein! Oh nee, jetzt kann er dasselbe in seinem nächsten Zug nochmal machen. Das ist böse. Das ist gemeint von ihm. Warum macht er so einen Scheiß? Oh, verdammt. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Was habe ich denn hier? Sowas ist gemein. Sowas ist echt nicht cool. Sowas ist echt böse. Böse, böse. Kann jetzt den Modus meines Dings verändern. Was mache ich jetzt? Okay, denk scharf nach. Denk scharf nach. Du hast hier sowas. Den musst du aufs Feld bekommen, damit dieses Monster nicht mehr da ist. Wie kriege ich dieses Monster hier aufs Feld? Ganz einfach. Ich kann das hier benutzen oder das da. Das Problem ist, mein Feld ist voll. Das heißt, ich muss mein Feld natürlich jetzt leeren. Und wie leere ich natürlich, wie lernt man ein Feld am besten? Man lässt Monster kämpfen und lässt sie zerstören. Das Problem ist, es fügt mir enormen Kampfschaden hinzu und das möchte ich eigentlich nicht. Andererseits bleibt mir gar nichts anderes übrig. Aber zunächst muss ich sein Ding wegkriegen, sein, wie heißt die Karte? Gerümpel, nein, Eisenschraubvogelscheuche, die muss weg. Okay, gut, ich lasse jetzt das Monster, nee, das Monster lasse ich angreifen, gegen 2000 Punkte Schaden, aber das ist mir eigentlich nicht, das ist mir eigentlich egal. So. Ah, komm, mir bleibt nichts anderes übrig. Na gut, aber wenn er in seinem nächsten Zug das Monster angreift, dann haben wir natürlich auch verloren, ist klar. Hat nur 100 Angriffspunkte und sein Monster hat natürlich 2700 Angriffspunkte, dann, was es uns dann Schaden zufügt. Okay, jetzt kommt, genau, jetzt spiele ich den hier. Biete mein Dinger als Tribut, damit ich nicht verliere. Spiele DDM. Jetzt kommt der Effekt von DDM. Ich schmeiße die hier auf den Friedhof. Oder ich entferne sie in dem Fall, ist auch egal. Und spiele dieses Monster hier. In die Verteidigungsposition. Genau, dann setze ich das in die Defense, das in die Defense. Genau, so ist es gut. Mein Dieselspielflugzeug kommt jetzt nicht mehr zurück, denn mein Feld ist voll.
Jetzt ist er an der Reihe. Jetzt wird's spannend. Er wird jetzt eins unserer Monster zerstören und dann mit seinem anderen uns Kampfschaden zufügen. Jetzt kann er den Modus 1 unserer Monster verändern. Hoffentlich verbleibt mir noch... Okay, er greift freiwillig an. Okay, dann muss ich es nicht angreifen. Dankeschön. Das sind jetzt 1600 Schaden, okay. Wir haben noch 400 Lebenspunkte übrig. Und beide Monster werden jetzt entfernt. Okay. Jetzt bin ich erleichtert. Er setzt eine Verdeckte. Die macht mir Angst. Ich weiß nicht warum. Wir haben noch 400 Lebenspunkte. Oh Gott. Aber wir können ihn jetzt auslöschen. Wenn er jetzt aber eine Spiegelkraft hat oder magische Zylinder, dann verliere ich. Mal schauen. 2400. Ich müsste eigentlich nur mit den zwei hier angreifen. Und mit dem ist optional. Dann gewinne ich. Eigentlich reicht es hier. Die zwei Angriffe reichen eigentlich genau. Ich greife jetzt einfach an. Ich muss es riskieren. Warte, nein. Ich darf kein Risiko eingehen. Habe ich denn vielleicht irgendwas, was mir noch hilft? Nein, eigentlich nicht. Oder vielleicht doch. Soll ich angreifen? Ich trau mich nicht. Die zwei Karten machen mir Angst hier. Wenn ich jetzt reißender Tribut ist, werde ich mich ärgern, aber... Okay, wir können die Reihenfolge ändern. Caius? Ne, Möbius. Möbius zuerst. Dann Caius. Dann Gehirnwäsche. Feierliches Urteil und Geister-Sensenmann. Kein neues Attribut jetzt! Oh, okay. Gut. Als nächstes... Effekt. Das hier abschmeißen. Und ich hole mir... den hier. Dann Effekt. Ich entferne. Ich hoffe, es ist was Gutes. Ach ja, das ist jetzt unser Caius, genau. Ah, unser Möbius, okay. Gut, das heißt, ich könnte ihn jetzt natürlich spielen, wenn ich noch eine Karte hätte und mein Ding nicht voll wäre. Gut, und jetzt entscheidet sich's. Ich greife an. Der geht durch. Und der... sollte jetzt treffen. Ah, böse. Okay, okay, okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Ist nur Tempokrieger. Den kann ich zerstören. Den kann ich zerstören. Den kann ich zerstören. Das ist gut. Okay, jetzt hat er nur noch 900. Ganz leicht unter mit großes Auge. Puh. Und wieder knapp gewonnen. Zwei richtig gute Duelle in diesem Part. Kriegen wir einen neuen Bonus? Wieder ein niedriger Lebenspunkte-Bonus, okay. Vorhin haben wir ja einen sehr niedrigen Lebenspunkte-Bonus bekommen. Jetzt haben wir einen nur niedrigen Lebenspunkte-Bonus bekommen. Du bist wirklich gut geworden. Hier, probier diese Karte bei deinem nächsten Duell aus. Stachelschraubenigel. Okay, diese overpowerte Igel. Niemand weiß, was in den kommenden Tagen passieren wird. Ich spiele jedes meiner Duelle so, als wäre es mein letztes. Okay, dann speichere ich jetzt und dann
Schauen wir nach, was im nächsten Part so alles passieren wird. Also dann, war ein schöner Part heute. Zwei gute Duelle. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Also, bis dann. Macht's gut, euer Janke Happy. Ciao.